Grüß euch, ich bin der Schmidt-Sandl und ich erzähle euch heute einmal was über die KELAG. Wir als Lehrlinge sind eigentlich bei der Kärnten Netz angestellt, aber die Kärnten Netz ist zugleich ein Unternehmen der KELAG. Alles, was von der Erzeugung her von Strom ist, läuft über die KELAG und alles, was über die Verteilung ist, macht die Kärnten Netz. Und wir verteilen eben jetzt den Strom über die ganzen Haushalte von uns Kärnten. Frau Assistentin, ich brauche den Schlüssel. Für jedes Lehrjahr, was wir erhalten haben, müssen wir 5 Monate oben nach St. Veit ins Internat gehen. Und den Rest des Jahres sind wir wieder draußen auf die einzelnen Betriebsstellen. Das kann jetzt sein Hermagar, Klagenfurt, Villach, Spital oder sonst irgendwo, wo halt die einzelnen Betriebsstellen sind. Und im letzten Lehrjahr haben wir dann einmal 3 Monate Schule. Und die Schule ist eben so aufgeteilt, dass immer 2 Tage in der Woche hast Werkstatt, wo du praktische Sachen mehr machst. Und 3 Tage in der Woche hast generell nur die Berufsschule, wo du das Theoretische machst. Das ist praktisch. Logischerweise. Also in der Früh ist es so, jeder muss um 6:30 aus den Betten heraus sein. Um 6:45 gibt es Frühstück. Danach dürfen wir wieder auf in die Zimmer. Müssen wir nachher zusammenrahmen, diverse Betten machen, wenn es nicht schon gemacht ist. Ja, das brauchen wir schon, eine Putzfrau. So, jetzt haben wir da eben. Bei uns im Palanka-Raum, da wird tagtäglich mit den Jungs der Palanka und leben ihre Aggressionen beim Fußball aus. Das ist jetzt unser Musikraum und da sitzt der liebe Herr Germann am Schlagzeug. Vielleicht müsst ihr mal was spielen. Also von 10 nach 4 bis 9 am Abend haben wir einen Ausgang, von da bekommen wir Freizeit. Außer wir haben 2 Mal in der Woche Studierstunden. Das heißt, eine Einheit ist 1,5 Stunden, die in der müssen wir halt Sachen für die Schule machen, im Normalfall. Da sind wir jetzt eben noch im Fitnessraum. Dort haben wir auch freien Zugriff. Am Nachmittag oder am Abend ist der eigentlich nicht einmal so schlecht besetzt, aber sonst hätte es während der Arbeitszeit halt nicht. Ja, und da muss so klein, gell? Das ist ein cooler hauseigene Sauna darin zu haben. So, jetzt sind wir da eben in unserem neuen Labor. Das Labor gibt es jetzt erst seit 2 Jahren und wir waren mal direkt am Bau von dem Labor mit beteiligt. Dieses Labor ist auf Bettuccino aufgebaut. Also das ist jetzt einmal ein Modell für Bettuccino, was ich gerade erwähnt habe. Man braucht zu den einzelnen Bedienelementen gleich mal eine Zuleitung zu. Das heißt, einfach mit Plus und Minus zu den einzelnen Bedienflächen umfahren und nachher mit den Bausteinen adressiert man die nachher zu den jeweiligen Verbraucher. Geht nicht. Ja, ist ja wurscht, lass ich den aus. Also da haben wir jetzt eine Wendeschutzschaltung mit einem Motor. Das heißt so viel wie, ich kann den Motor entweder Rechtslauf und Linkslauf anlaufen lassen. Das ist jetzt ein Schütz. Und die ganzen Schutzschaltungen zu stecken, zu planen und alles zu machen, das ist eigentlich das Hauptding vom Drittelleuer jetzt. Das Spannende ist, es birgt immer Gefahr, mit Strom zu arbeiten, weil du siehst den Strom eben nicht. Du siehst nur, wie er sich auswirkt, entweder über Licht, über Wärme oder irgendwas anderes, über mechanische Bewegung oder sonst was. Und eben, du siehst nicht, ob irgendwas ausgeschaltet ist oder nicht, das hilft gleich das Messen. Das ist eben das Spannende, wo du den Anreiz hast, ach, da darf nichts passieren, da muss ich jetzt dann voll dabei sein, weil sonst dann passiert dann auch irgendwas anderes. Also jetzt sind wir hinter am Schulgebäude, im Hintergrund sieht man schon schön, den Fußball und den Tennisplatz. Also, eine Hauptaufgabe von unserem Unternehmen ist einmal die Verteilung von dem Strom zu den einzelnen Haushalten. Und das geht eben leider über Masten oder über Erdkabel. Und der Herr Obermüller, mein Kollege, wird heute einmal das Mastenstecken zeigen. Ja, jetzt sieht man eben auf welchen Höhen wir eigentlich immer arbeiten. Dafür kriegt man Geld da. Also, bei einer gewissen Höhe kriegt man gewisse Zulagen. Wenn ein Mast 8 Meter hoch ist, kriegt man um die 1,50 Zulagen pro Stunde. Also jetzt im dritten Lehrjahr kriegen wir ohne Spesensatz kriegen wir um die 1000 Euro, ein bisschen mehr. Mit den Spesen 1300, 1400. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Gehalt, weil wo kriegst du das? Fast nirgends. Jetzt im Hintergrund zeigen wir eben noch einmal den Tennisplatz. Den Fußballplatz noch besser und wir haben auch einen Basketballplatz auch. Und wie man sieht, das ist alles direkt vor der Schule. Das gehört alles zum Grundstück da dazu. Das ist alles nur für uns.
Also jetzt befinden wir uns kurz vor der Werkstatt. Da wird über die ganzen 4 Jahre haben wir ein großes Projekt. Und das ist einen Schraubstock selber zu machen. Und wenn man jetzt so schaut, also wenn man 2 Mal in der Woche Werkstatt und in den letzten Wochen, müssen wir die ganzen Lehrjahre verteilt den Schraubstock zusammenkriegen. Da sieht man eben, das ist ein Schraubstock, den was wir machen. Der liebe Kollege Herr Bossecker fällt jetzt gerade für den Schraubstock die Teile aus. Am Ende der Lehrzeit soll der so ausschauen. Also da ist einmal das Modell, das was ehemalige Lehrlinge von uns zusammengestellt haben. Das zeigt eben von der Erzeugung her bis zur Verteilung zum Haus, was genau eigentlich passiert. Vom Staudamm oben rinnt das Wasser in die Turbine. Die Turbine treibt einen Generator an. Und der erzeugt einen Strom, der was nachher auf die Häuser verteilt wird. Also mein Kollege wird euch jetzt sagen, wie eine normale Schmelzsicherung aufgebaut ist und wie das funktioniert, dass eine Sicherung eigentlich auslöst. Bleib da, Jäger. Du hast keine Angst haben. So, jetzt sind wir da eben bei der CNC-Drehmaschine. Und das Hauptausbildungspunkt unserer Lehre ist eben, verschiedene Gewinde für unseren Schraubstock bei dieser Maschine auszudrehen. Da herin wird eben geschwarzt. Das sind ungefähr 1 Monat während unserer Lehrzeit, müssen wir da auch unten schwarzen. So, jetzt haben wir die Kohlen nach unten. Und jetzt sehen wir eben den Kollegen Rudorfer bei einer Schaltung, die was wir wieder unten teilweise 3 bis 4 Mal während unserer Schulzeit da unten stecken. Zwischen uns zwei ist das schon dein erster Lehrer ziemlich gut gewesen. Ja. Es passt gut. Jetzt verstehen wir uns die beste Freunde, gell? Ja, genau. Ja, es ist gemischt. Also es geht mehr ins Schulkollegenmäßige. Wir tratzen uns gegenseitig gerne ein bisschen, ja. Verarschen uns gegenseitig und so Sachen, gell, so Tanz. Macht schon Spaß. Ja. Also wenn man mit jedem eine Gaule.